Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario The Origami King. Im letzten Part haben wir uns hier im Shogun Theater noch weitere Vorstellungen angeschaut und wir haben auch den Boss hier besiegt, den elastischen Entertainer Gummiband. Und jetzt kommen wir hier zur blauen Luftschlange hin und können die auch gleich zerstören. So, ordentlich draufhauen und zack! Und bam und bam und bam! Und weg ist sie. Und damit waren es nur noch drei. Yeah! Blaue Luftschlange gelöst. Nice! Und der Beutel wird auch wieder größer. Schnipsel-Limit erhöht! Yeah! Yippie, it's a me, Mario! Hurra, auf Nimmerwiedersehen, blaue Luftschlange! Gut, Mario, jetzt geht's zurück in die erste Etage, also nimm bitte wieder Platz. Glaub mir, ist besser so. Okay. Problem ist aber, dass mir hier im Shogun-Theater noch, Toads fehlen. Und auch noch einen Schatz-Mini. Ich habe mich ja beim letzten Mal schon hier bei den Requisiten umgesehen. Aber ich habe da nichts entdecken können. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch irgendwas entdecken werde, wenn ich mich hier nochmal umsehe. Aber das wird sich halt anbieten, wenn sich hier ein Toad oder auch ein Schatz-Mini verstecken würde. Oder? Finde ich schon. Okay, oder ist natürlich noch hier irgendwo. Das war fantastisch. Wir sind froh, dass wir diese Show gesehen haben. Naja, nicht, dass wir eine große Wahl hatten. Bevor ich gleich Platz nehme, okay, dann halt nicht. Na gut, dann mache ich halt, ich werde die schon noch später nachholen können dann. Toll gemacht, ihr beide wart wirklich großartig. Ich habe mich etwas schlecht gefühlt, weil ich nur zugeschaut habe und nicht klatschen konnte. Aber ich habe super laut gejubelt. Na gut, festhalten, jetzt geht's abwärts. Abwärts? Bam. Autsch. Das sah schmerzhaft aus. Und da rennen sie alle raus. Wir haben die blaue Luftschlange gelöst und die Toads gerettet. Dann wären wir hier wohl fertig. Du warst richtig toll auf der Bühne, Onkel M. Aber jetzt geht es erstmal raus hier. Ein bisschen frische Shogun-Luft schnuppern. Ja, stimmt. Draußen könnte der Toad oder die Toads auch noch sein. Ah, oder hier. Okay. Erstmal hier Schatzmini, genau. Pappmacho Sniffelt Revolver, ey! So, das ist der einzige hier. Ja, okay, sehr gut. Aber wie gesagt, mindestens einen Tod gibt es ja auch irgendwo zu retten. Kann ich eigentlich hier rein? In den Saloon? Nee. Okay, schade. Aber ich kann auch noch hier nach rechts gehen. Da sind ja auch wieder andere Requisiten. Aha, und da sehe ich doch einen auffälligen Kaktus. Bam! Eigentlich sollte ich diese Show moderieren, aber nach den ersten Proben hat er mich zum Kaktus umbesetzt. Okay, das waren auch schon alle. Gut. Na, ich wollte gerade sagen, es gab ja auch noch einen Eingangsbereich hier, wo wir uns zum Beispiel mit dem Goomba-Helm durchschleichen mussten, aber das war, glaube ich, ein anderes Gebiet, ne? Das war dann... Was war das dann? Ne, das hat, glaube ich, auch zum Shogunland einfach dazugezählt oder so, glaube ich. Das sehen wir ja gleich. So, okay, das meinte ich nicht. Das ist ja eigentlich eher der Eingangsbereich. Aber halt bevor wir überhaupt eingetreten sind, quasi. Da war doch dieser Abschnitt, wo wir uns da so durchschleichen mussten. Der kommt jetzt, glaube ich, oder? Das hier, genau. Aber nee, okay, das zählt auch zum Theater dazu. Aber ich habe ja jetzt schon im Theater alles gefunden. Deswegen kann hier nichts Wichtiges mehr sein. Ich schaue mich trotzdem um. aber dürfte, glaube ich, wirklich passen. Okay, alles klar. Yeah! Yippie! Also wir werfen auch Konfetti. Der Baseball. Die drei, die wir gefunden haben. Der Kettenhund. Das war echt auch ein cooles Kapitel, finde ich.
allgemein, also auch der die Herbsthöhe davor schon und hier das Shogunland fand ich um einiges besser sogar nochmal als das erste Kapitel. Das erste Kapitel war halt ziemlich standardmäßig und das zweite fand ich da schon um einiges cooler. Schnipselfeuerwerk! Bobby, was ist los? Onkel, Tantchen. Hm, was gibt's denn, Bobby? Musst du mal auf stille Örtchen? Ich erinnere mich! Meine verlorenen Erinnerungen, ich habe sie alle wiedergefunden, jetzt gerade. Was? Okay. Yay, Bobby hat sein Gedächtnis wiedergefunden, das ist ja toll. Wir haben das Shogunland gerettet, die blaue Luftschlange gelöst, wir haben es echt krachen lassen. Mhm. Stichwort krachen lassen, so ging es mir mit dem Feuerwerk. Und plötzlich waren alle Erinnerungen wieder da. Ich weiß wieder, wer ich bin und ich weiß wieder, woher ich komme, aber... Aber die neuen Erinnerungen von uns zusammen sind die besten. Oh, Onkel M, Olivia, danke, dass ihr euch um mich gekümmert habt. Ich werde euch niemals vergessen. Ganz großes Ehrenwort. Ich wünsche euch viel Erfolg auf eurer Reise. Ich hoffe, dass ihr beide... Was redest du denn da, Bobby? Du glaubst doch nicht wirklich, dass wir getrennte Wege gehen müssen, bloß weil du deine Erinnerungen zurück hast. Wir müssen doch noch die anderen Luftschlangen lösen, meinen Bruder aufhalten und den Pilzpalast retten. Und du gehörst doch zu unserem Team, also hör auf damit, hier große Abschiedsreden zu halten und komm ins Boot! Ach, schlief. Ihr zwei bringt mich noch zum Heulen. Und Bob Omes dürfen doch nicht nass werden. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Ich bleib bis zum Schluss bei euch. Versprochen. Oh. Das wundert mich aber eigentlich. Schlief, das ist ja alles so bewegend. Sogar noch bewegender als die Stromschnell. Das haben wir klasse hingekriegt. Eine Luftschlange weniger. Und jetzt nehmen wir uns die gelbe vor. Jetzt müssen wir das Tor passieren können. Keine Ahnung, wer spricht. Der Tod vielleicht jetzt. Hüpft rein, Landratten. Der nächste Halt dieser Flusstour ist der Krepppapier-Canyon. Ich wollte eigentlich noch hier umgucken. Ich werde gleich wieder zurückfahren, weil ich will mich im Shogunland jetzt nochmal umsehen. Weil ich ja jetzt alle Toads gerettet habe. Und weil ich da bestimmt neue Dinge machen kann. Und ich will eigentlich auch wieder nach Toadtown zurück. Das will ich ja auch nach jedem Kapitel machen. Weil wir haben ja auch wieder, glaube ich, einen oder zwei Toads gerettet, die in Toadtown wieder irgendeinen neuen Laden haben oder so. Und wir können auch wieder weitere Rätsel da machen. Das will ich also ganz gerne dann... erledigen. Also, es war schön, dass wir jetzt da entlang fahren. Aber ich werde gleich instant wieder zurückkehren. Aber es wundert mich, wie gesagt, dass Bobby... Ich glaube nicht, dass Bobby die ganze Zeit bei uns bleibt, weil ich weiß ja schon, dass es verschiedene Partner gibt. Und ich glaube, dass es immer nur einen zu einem Zeitpunkt gibt. Aber ich weiß nicht sicher. Wir schauen mal. Jetzt haben wir ein wenig Zeit. Erzähl doch mal, Bobby. Was hast du so gemacht, bevor wir uns getroffen haben? Oh, tja, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Weißt du, wie das ist? Manchmal passiert einfach alles gleichzeitig. Alles gleichzeitig? Puh, das klingt richtig anstrengend. Aber ich glaube, dass ich das Gefühl kenne. Stimmt, ja. Dein Bruder hat ein ganz schönes Durcheinander angerichtet. Wir sitzen wohl alle im selben Boot. Ganz wörtlich. Da hast du recht. Aber ich werde auch weiterhin mein Bestes geben. Finden wir die nächste Luftschlange und halten wir meinen Bruder auf. Ich sehe schon instant ein Loch. Okay, wir haben aber auch wieder erstmal so einen Gebirgsabschnitt. So, da wären wir. Hier ist der wunderschöne Krepppapier-Canyon. Das ist der letzte Halt flussabwärts. Danke für die Fahrt mit uns. Wir wünschen einen schönen Aufenthalt. Sieh sich das einer an. Diese Felsen. Sowas könnte man sich in seinen kühnsten Träumen nicht vorstellen. Ich kenne Talfalten, aber das hier ist ein richtiges Tal. Na gut, dann schauen wir mal, was uns im Krepppapier-Canyon noch für Naturwunder erwarten. Und lass uns dieser Luftschlange folgen. Zurück bitte. Shogunland, jo. Und er geht wieder ab! Schwitzt das gleich. Willkommen im Shogunland. Uff, ich bin ziemlich fertig vom vielen Paddeln. Hätte sich auch nicht so sehr beeilen müssen. Aber ich meine, er musste ja gegen die Stromschnellen ankommen, deswegen hat er so viel paddeln müssen. Jetzt laufen hier überall Toads rum. Ich werde nicht mit allen reden, das würde, glaube ich, zu lange dauern. aber ich will halt, wie gesagt, mir vor allem neue Läden und sowas angucken. Genau, ich habe ja auch hier eine Abkürzung zurück zu Toadtown, die werde ich dann auch benutzen und mich dann eben noch in Toadtown umsehen. Darf ich nicht hier beim Ausgang rein? Präsentiere dein Billy. Promi-Billy? Jo. Oh. Mach den Weg für die Promis frei. Spricht da. Die Sprechblase sah so aus wie die vom Gummiband. Aber der ist doch jetzt tot. Ja, vielleicht war das eingesprochen. Einfach nur. Keine Ahnung. Egal. So, ich gucke mich mal kurz um und wenn ich irgendwo was Neues oder. Die Knochen trocken da hinten. Wenn ich irgendwo was Neues oder Interessantes finde, werde ich es euch gleich zeigen. Okay.
Kann ich hier durch? Ja, wir haben jetzt den Masterschlüssel. Also hier direkt im allerersten Haus gleich rechts. bei dem Souvenirladen. Kann ich jetzt hier nach oben? Und da vielleicht einen Toad retten, der dann den Laden wiederum eröffnen kann. Sodass wir da auch Sachen kaufen können. Das wäre ganz cool. Aha. Oh, du bist Mario. Zum Glück, diese Fallschergen sahen echt fies aus. Also habe ich den strategischen Rückzug angetreten. Aber solange du hier bist, ist alles in Ordnung. Und das bedeutet, dass ich sogar meinen Souvenirladen wieder eröffnen kann. Mhm. Da will ich auf jeden Fall gleich shoppen. Ist hier sogar noch mehr? Vielleicht. Ich denke erstmal nicht. Ihr habt mir auch schon wieder geschrieben, dass ich wieder ein paar unsichtbare Blöcke verpasst habe. Überall. Das ist viel zu schwierig, die alle zu finden. Sage ich euch. Aber ihr habt mir auch schon geschrieben, dass es tatsächlich noch irgendwann auch so eine Art Sensor gibt. Ähnlich wie auch schon die Toad-Blocke für unsichtbare Blöcke. Und den werde ich aber sowas von brauchen. Weil die sind teilweise auch wirklich so versteckt, dass es da nicht mal Indizien gibt, finde ich. Die meisten schon. Aber bei manchen gibt es keine richtigen Indizien, finde ich. Dass jetzt da ein unsichtbarer Block ist. Und das ist schon ein bisschen fies. Also ich werde das auf jeden Fall brauchen. So, ja, ich will natürlich Schatz Mini kaufen, das ist ja klar. Für 12.000, das ist ziemlich teuer. Aber hole ich mir gleich, ja. Shogun Theater, das macht 12.800 Goldstücke. Wäre das genehm? Ist es genehm. So, dankeschön. Den Rest kaufe ich mal nicht, das habe ich eh schon alles. Den ganzen Rest. Hier steht ja, dass du schon bei uns mehr als 5.000 Münzen ausgegeben hast. Ein treuer Kunde wie du hat sich eine exklusive Belohnung verdient. Und zwar deine neue Trommelwirbel... Deine neue Rabattkarte, ein besonderer Bonus für unsere bestbetuchten Beehrer. Okay, Rabattkarte. Gewährt in Läden feine 20% Rabatt auf Items und Ausrüstung. Okay, nice. Drück vor dem Einkauf Plus und wähle Zubehör und rüste diese Karte aus, um tolle Rabatte zu bekommen. Wenn du weiter fleißig bei uns einkaufst, erhöhen wir deinen Rabatt sogar noch weiter. Dann kannst du noch mehr sparen. Erzählt es jetzt nur für den Laden oder für alle Läden insgesamt? Für alle Läden, oder? Wahrscheinlich. Ja, das geht jetzt natürlich nicht. Okay, ich mache jetzt mal wieder den Blütenbeutel übrigens weg. Den Kirschblütenbeutel. Weil das war jetzt schön für das Kapitel, aber jetzt will ich dann doch wieder die anderen Sachen lieber haben. Und wie gesagt, jetzt will ich halt wieder auch die normalen haben, weil das hat zwar gepasst zum Kapitel, aber die normalen sind ja auch cool. Jetzt hat er das mit dem Glitzerpilz aktualisiert, quasi. Es gab auch schon andere Läden, wo ich mir auch geschrieben habe, dass ich da mehrmals einkaufen muss und dass es da mehrfach Schatzminis zu finden gibt. Deswegen gucke ich mal nochmal kurz. Aber nee, okay. Wie viele fehlen denn jetzt eigentlich noch hier? 60% habe ich jetzt. Dann fehlen sogar noch zwei wahrscheinlich. Also drei habe ich schon und zwei fehlen noch. Grundlose Löcher fehlt nur noch eins oder so wahrscheinlich. Fragezeichenblöcke aber noch ein paar. Die werde ich eh nicht alle finden können. Toads auch noch ein paar. Vielleicht kann ich aber die noch retten. Das war ja auch ein Toad, den ich gerade gerettet habe. Mal schauen, was ich als nächstes finde. Hier in diesem Haus war ich vielleicht sogar noch nie drin. Weil da hat nämlich gerade die Toad-Glocke ausgeschlagen, wo ich drin war. Und ich glaube, das hätte ich damals auch schon machen können. Zack. Aber das kann sein, dass ich diesen Ort hier einfach immer verpasst habe. Weil es gibt so viele Türen hier, in die man reingehen kann. Kann man leicht einen übersehen. Wenn du nicht weißt, wohin, zieh dir einfach die Informationstafel draußen an. Damit findest du dich im ganzen Shogunland zurecht. Okay. Aber das war auch schon das einzig Besondere hier. Noch ein bisschen Geld halt. Kann ich hier finden. So. Zack. Aber mehr auch nicht. Okay. Stimmt, hier im Fotoladen kann ich jetzt bestimmt auch irgendwelche neuen Dinge machen. Welches Outfit nehme ich denn jetzt für mein Foto? Wow, wie soll ich mich denn da entscheiden? Kann ich damals meine Masken aufsetzen oder so? Willkommen im Kostümfotostudio. Möchtest du ein Erinnerungsfoto an deinen Tag hier schießen lassen? Oh, ihr bist jetzt ein Promi-Billet. Vielen Dank für euren hohen Besuch, eurer Prominenz. Die 500 Münzen Fotogebühr sind hiermit erlassen. Nice, okay. Bitte wählt euer Outfit. Ninja, Samurai, Pilger oder Promi? Promi ist besonders, deswegen nehme ich einfach da mal Promi. Ausgezeichnete Wahl. Dieses Outfit steht nur den ehrenwerten Gästen zur Verfügung, die über ein Promi-Billet verfügen. Okay. Olivia! kann ich verschiedene Posen machen? Nein. Ich wackel ein bisschen hin und her. Nee, ich kann nichts steuern. Das ist alles zufällig, was passiert. Aber ich kann halt irgendwann ein Foto machen. Mach mal den Fächer nochmal auf, so. Olivia, ein bisschen höher vielleicht. Olivia, kannst du wieder ein bisschen höher steigen? Jetzt. Ja, das ist doch ganz gut. Sogar mit neuem Hintergrund standen die bei einem Greenscreen oder wie. Wie ich. Aber das passt auf jeden Fall.
Das Foto ist toll geworden. Ich habe es an unserer Bilderwand da hinten ausgehängt. Ah, da ist es ja. Es kann nur ein Foto pro Outfit gleichzeitig aushängen. So wollen es die Studiovorschriften. Wenn du im gleichen Outfit ein weiteres Foto aufnimmst, hängen wir nur das letzte auf. Okay. Aber ich will ganz gerne mit jedem Outfit einmal ein Foto machen. Das ist, ich weiß nicht, ob das irgendeine Relevanz hat. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Aber ich probiere es mal aus. Auch wie die anderen aussehen natürlich. Pilger! Yeah! Ich weiß gar nicht, was das eigentlich ist, was Mario da vor sich hält mit dem M drauf. Soll das sein Handy sein? Nee, es sieht, für mich sieht es eher aus wie ein Feuerzeug oder so. Ich weiß nicht, was das sein soll, ehrlich gesagt. Zu einem Pilger passt das eigentlich alles nicht. keine Ahnung. Egal. So. Ja, da fand ich aber das Promi-Kostüm oder alle drei, sowohl bei Bobby als auch bei Olivia, sogar ein bisschen cooler. Als jetzt gerade eben mit Pilger. Aber wir testen mal die anderen auch noch. Samurai. Oh, das ist stylisch. Olivia sieht immer voll cool aus. Yeah! Mit dem Steinblock da hinten. Aber Mario verdeckt den halt fast komplett. Das ist ein bisschen schade. Aber trotzdem ganz cool. Gut. Und dann ein letztes noch. Ich meine, vielleicht kriege ich ja irgendwas, wenn ich da vier verschiedene Bilder mache. Glaube ich zwar nicht. Aber wir schauen mal. So, Ninja noch. Olivia ist so süß. Ganz im Pink einfach. Yeah! Diese Pose von Mario. Wunderschön. Auf dem Dach oben drauf. Bobby hat gerade die Augen geschlossen, das war jetzt nicht so ideal. Aber egal, das passt schon. Das Foto ist toll geworden. Yay. Okay. Nice. Kann ich mir das auch nochmal in groß angucken, wenn ich hingehe? Ja, kann ich. Wunderschön. Okay, hat, glaube ich, wirklich keinen tieferen Sinn mehr. Aber ist trotzdem ganz lustig. Da hinten ist wirklich nichts mehr. Das finde ich voll komisch. Ja, das wird sich doch so anbieten für ein Versteck. Aber okay, haben wir das auf jeden Fall auch gemacht. Einmal, zweimal, dreimal! Ihr habt mir schon geschrieben, dass ich die Glocke mal noch häufiger anhauen soll. Ah. Ein Glitzerpilz, fantastomatisch! Okay. Oh Gott, der zählt immer weiter hoch. Oh nee, ich krieg bei 100 auch eine Belohnung, oder? Und bei 1000 auch und bei 10.000 und Millionen? Ein zerknittertes Stück Papier, toll. Ja, das ist toll. Bam. Ja, mir klingen die Ohren. Ich sollte dir wohl danken. Okay. Ja, solange der weiterzählt, kann ich halt nicht aufhören. Weil da könnten ja noch mehr Sachen passieren. Ich hoffe, dass bei 100 dann zumindest Schluss ist. Oh Gott. Aha, sogar noch ein Schatzmini. Die Wachturmglocke. Okay, jetzt war's das bitte. Klasse, du hast es geschafft. Du hast die unglaublich laute, gehirnerschütternde Probe der Geduld bestanden. Wie unglaublich. Und das meine ich ernst. Ich hätte nie geglaubt, dass du die Glocke 100-mal läuten würdest. Aber das hast du. Haha. Ah, ich brauche unbedingt einen neuen Job. Okay, er hört auf jetzt. Puh. Sehr gut. Du hast alle Preise gefunden, die in der Glocke versteckt waren. Bitte, hör auf, sie zu schlagen. Bitte, ich flehe dich an. Okay. Bam. Ah, stimmt. Die Tür war zum Beispiel auch verschlossen. Hier ganz im Nordwesten vom Shogunland. Aber da komme ich jetzt auch rein mit dem Masterschlüssel. Und da ist... Keine Ahnung, was hier ist. Wir schauen mal. Die Glocke hat noch nicht ausgeschlagen. Hier ist nix. Hier auch nicht. Okay. Ja, erstmal Schild lesen vielleicht. Kannst du das Rätsel lösen? Haus der Mysterien. Nesel lässt Herr Saad Uznak. ja, ich hoffe, ich kann es lösen. Okay. Na komm, öffne. Geht es nicht von hier aus? Nee. Hm. Schild von hinten? Nein. Aber ich krieg hier vielleicht nochmal einen Schatz-Mini oder so. Oder weitere Toads, wenn ich das löse. Ich will es also lösen. Ich habe halt nur keine Ahnung, was ich überhaupt machen muss und wo ich starten muss. Und so. Okay, vielleicht muss ich es so machen, dass ich... Ich gehe nochmal raus. Dass ich den linken und rechten Raum... Also der mittlere ist ja anders, aber der linke und rechte Raum sind an sich genau gleich. Vielleicht muss ich die eben genau gleich aussehen lassen. Das könnte vielleicht sein.
Sehen die jetzt von Anfang an unterschiedlich aus? Ja, tun sie. Wenn ich das hier zum Beispiel umschlage und lila mache. Ah, genau, ja. Jetzt sehen sie genau gleich aus. Mhm. Nice. Oh. Okay, aber cooles Rätsel. Und das ist, glaube ich, schon der letzte Schatzmini jetzt. Ich glaube, jetzt haben wir alle. Ach, das ist kein Schatzmini. Okay, aber KP Plus nehme ich auch gerne. Das ist sogar fast noch besser, würde ich eigentlich sagen. Sehr gut. Okay, nice. Dann war das, glaube ich, alles hier. Okay. Und hier in der Tür war ich anscheinend auch nie drin. Ich bin nämlich gerade schon kurz reingelaufen und habe da was sehr Auffälliges gesehen. Ein Tischtennisschläger oder so. Bam. Mario, toll, ich bin ein ganz großer Fan von dir. Das ist ja schön für dich. Aber ein weiterer Tod auf jeden Fall. Und das war, glaube ich, auch schon alles hier. Jetzt fehlen noch 5% nur noch. Okay, das könnte nur noch einer sein. Da könnten aber auch noch, es gab hier sehr viele. Ich glaube, es gab sogar mehr als 20 hier, oder? Weiß nicht sicher. Also, aber es sind nicht mehr so arg viele, die jetzt fehlen. Das ist klar. Okay, hier draußen steht noch ein so Fallschläger rum. Warum das eigentlich? Ich kämpfe den mal kurz. Übrigens auch cool, dass jetzt nochmal eine neue Musik spielte hier im Shogunland, nachdem wir es geschafft haben und auch hier im Kampf. Ach du Scheiße. Ein Mecha Koopa sogar auch schon. Also der ist schlau. Nee, nicht der. Der ist schlau. Und der Rest ergibt sich dann wieder, glaube ich. Ja. Okay. Interessant. Ich habe keine Ahnung, was der Mecha Koopa kann, deswegen sollte ich vielleicht sogar wieder Glitzer-Eisenstiefel einsetzen. Ich muss auch mal wieder neue ausrüsten, weil ich habe so viele andere Sachen noch. Und ich denke mal, die dran, die auszurüsten. Ich mache einfach mal. Komm, bisschen draufhauen. So. Bam! Exzellent! Sehr schön. So, für die normalen Scheigeist da reicht aber auf jeden Fall normale Stiefel. Bei den Sniffles muss ich, glaube ich, wieder einen besonderen Hammer benutzen. Ich meine schon. Aber wir könnten mal zum Beispiel den Feuerhammer oder sowas austesten. Die habe ich ja immer noch gar nicht eingesetzt bisher. Oder Eishammer. Eishammer habe ich nur. Aber das dürfte derselbe sein wie der Feuerhammer, nur halt mit Eis. Also gegen Elementgegner ist es vielleicht ein Unterschied, aber sonst glaube ich nicht. So. Exzellent! Bam! 31 Schaden! Holy shit. Okay, sehr gut. Und kriege ich da jetzt irgendwas Besonderes? Weil das sind die einzigen Fallschäden, die noch hier sind. Okay, besonders viel Geld kriege ich da. Alles klar. Oh, lol. Und hier ist noch ein unsichtbarer Block einfach. Genau das meine ich. Also, da kann man vielleicht drauf kommen, dass der hier so in der Sackgasse ist, aber trotzdem. Ich finde die so fies teilweise versteckt, die unsichtbaren Blöcke. Weil ich meine, ich kann ja nicht ständig hier überall durch die Gegend jumpen, um alles irgendwie zu erwischen. Also ich hoffe, dass ich wirklich bald diesen Sensor oder diese Glocke oder sowas bekomme. Für unsichtbare Blöcke, weil sonst bin ich da echt ziemlich aufgeschmissen. Der Raum hier war doch vorher auch verschlossen, oder? Genau, ja. Weil hier ist ja noch dann ein Schatzmini oder halt eine Schatzgröße zumindest und sogar auch noch ein Loch. Da fehlt mir ja auch noch, glaube ich, eines. Und da komme ich jetzt noch hin, perfekt. Ah, hier ist wieder ein Laden. Oder ein Kaffee oder irgendwas. Ne, okay, der Sensor-Port-Raum. Ich gehe mal kurz rein, weil vielleicht, das kann sogar sein, dass es jetzt irgendwas Neues gibt, nachdem ich das abgeschlossen habe. Weil der hat ja, der hat ja gesagt, dass er dran weiterarbeitet. Und ich sollte eh reingehen, weil ich dann nämlich Toads retten kann. So, zack. Gapu, ich danke dir, Mario. Ich habe schon gedacht, ich würde für immer im Papierstau stecken. Dies hier ist eine Zweigstelle des Sensor-Labors, und zwar die Niederlassung Shogunland. Okay, ich will zum Hauptlabor, ja, weil ich wissen will, ob der was Neues hat. Allen voran für unsichtbare Blöcke. Das wäre sehr schön. Und Bobby kommt auch mit. Und das sind wir auch schon. Wunderschön. So, bitte hab was Neues, Typ. Ich werde hier weiter forschen. Ja. Du Vollidiot, Mann. Mach doch mal schneller jetzt, das gibt's doch nicht. Ja, ich 500 Münzen, nee, dann habe ich keinen Bock. Das setze ich ja eh nie ein. Dieses speziellere Toad-Sensor-Ding. Da reicht mir die Toad-Locke eigentlich meistens. Da kann er jetzt nicht mal schneller arbeiten, der Typ. Naja. Shogunland wieder. So, und aber hier in der Schatztruhe, da finden wir noch... Yeah, das Dosenparty-Trio. Wunderschön. Und damit haben wir... Ach, haben wir noch gar nicht. Echt? Das werden jetzt alle. Es gibt 10 Schatzminis hier, what? Weil ich hatte doch vorhin 60%. Und jetzt habe ich doch seitdem 2 eingesammelt.
10 Stück gibt es hier. Mir fehlen sogar noch 2 weitere jetzt. What? Okay. Ich bin es, der Tod der Herzen, stehe zu deinen Diensten. Was ist mit dem denn los? Also ich habe nichts mehr im Shogunland finden können, deswegen schauen wir uns jetzt noch kurz in Toad Town um. Ich spüre sie, die verlorene Liebe in dieser Welt. Also höre. In genau diesem Moment hat kein einziges einsames Herz mehr seiner Entdeckung. Ah, okay. Herzergreifend ist die Legende von einem, der auszog, alle Herzen zu ergreifen. Okay, bei dem kann ich mir Tipps geben lassen, wo ich die Herzen, also die KP Plusse finden kann. Das ist ganz cool, dass es da auch eine Möglichkeit gibt. Also das ist schön an dem Spiel, allgemein, dass es zwar nicht von Anfang an, aber später halt irgendwie für alle möglichen sammelbaren Objekte, für die KP Plusse und auch noch für Toads und eben auch noch für unsichtbare Blöcke und sowas, halt Hilfen gibt, dass ich weiß, wie viele mir noch fehlen oder wo die zu finden sind, so ungefähr. Genau, und wir haben einen Matrosentod auch gerettet. Ah, Mario, du bist's! Erinnerst du dich noch an mich? Du hast mich vor einer Weile auf der Herbsthöhe aus einer ziemlichen Klemme befreit. Also sollen wir den Motor hissen und zum weiten Ozean aufbrechen? Nein, das klingt einfach falsch. Erstmal nicht. Okay. Ich weiß nicht, wo mich das jetzt hinführt. Ob das Bonus ist oder ob das der richtige Weg ist. Ich meine, eigentlich sollte ich ja beim Krepppapier-Tal. Nee, wie hieß es? Krepppapier-Canyon, glaube ich. Na komm. Ja, beim Krepppapier-Canyon weitermachen. Ich weiß nicht, wo ich mit dem jetzt da hinfahren könnte. Ich muss das mal irgendwann ausprobieren. Aber ich schaue erstmal mich noch weiter um. Ah, okay. Jetzt, ich habe mich jetzt auch nochmal hier in dem roten Backsteinhaus umgesehen. Ich habe ja noch nie herausgefunden, wie ich da oben hinkommen kann. So in 100 Münzen hätte ich mir eigentlich denken können. Ah, das sind sogar alle. Okay. Da war sogar eine Markierung auf dem Boden. Das war also eigentlich ziemlich offensichtlich. Und wir können noch 300 Münzen mitnehmen. Perfekt. Ah, okay. Der Typ hier, der Monty, bei dem waren wir schon mal, aber da hatte der, war dann noch nicht ready oder so. Und jetzt hat er Schatzminis für mich. Sogar ziemlich billig. Zu den Bossen anscheinend. Die hole ich mir mal, ja. Münzen gegen Buntstifte. Das wären 698 Münzen für mich. Kommen wir ins Geschäft, ja. Das ist ziemlich billig. Ich habe auch schon gerade eben für 12.800 ein Schatzmini gekauft. Da kann ich mir das auch für knapp 700 locker leisten. Und sogar hier knapp 400 nur. Das ist ein ziemlich billiger Preis, ja. Okay, sehr gut. Warte mal kurz, zählen die dann zu Toad Town dazu quasi, die Schatzminis hier? Ja, okay, deswegen habe ich da auch, ja, auch erst 36%, weil da gibt es ultra viele, weil ich halt jeden Boss einfach hier kaufen kann bei dem. Okay, alles klar. Okay, dann würde ich aber erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Paper Mario The Origami King. Beim nächsten Mal wird es hier in Toad Town noch ein kleines bisschen weitergehen, dann eben noch mit dem Kampfstudio, wo ich wieder einige weitere Rätsel lösen will. Mal gucken, wie ich mich dann da so anstellen werde. Und dann ist die Frage, ob ich mit dem Matrosen da losreisen will. Ich weiß halt nicht, was da dann kommen wird, ob das nur ein Minispiel ist oder ob ich da wirklich zu neuen Orten sogar hinkomme. Oder ob ich halt doch einfach storymäßig beim Krepppapier Canyon weitermachen werde. Muss ich mal noch mir überlegen, was ich da noch machen will. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.